Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Dinosaurier-Quiz hier auf meinem Kanal. Und ihr habt mir wirklich richtig, richtig viele Dinosaurier-Quizzes zugesandt. Und ich werde heute mal wieder eins davon machen. Und der heutige Quiz-Ersteller, das ist der gute Tom1.6. Er hat mir das schon vor einer geraumen Zeit geschickt. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch sehr, sehr viele andere Quizzes. Also seid bitte nicht traurig, falls ihr jetzt noch nicht dran gekommen seid. Ich habe euch auf jeden Fall auf dem Schirm und auf der Liste. Und irgendwann kommt auch euer Quiz dran. Und ja, ihr seht schon, 10 Fragen gibt es wieder. Ich bin mega gespannt und falls ihr mir auch mal ein Quiz erstellen wollt, dann könnt ihr gerne auf die Seite testedich.de gehen. Das Ganze ist in der Videobeschreibung verlinkt und dort könnt ihr mir ein Quiz erstellen und das Ganze mir dann einfach im Discord senden. Das bekommt ihr schon hin, denke ich. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange. Wir fangen jetzt direkt an. Die erste Frage ist, welcher Dino lebte in der Triaszeit? Postosuchus, Mayasaurus, Ammonit und Troodon. Ja. Damit kenne ich mich ja mal so gar nicht aus. Den einzigen, den ich tatsächlich aus der Triaszeit kenne, das ist der Herrerasaurus, weil das ist, glaube ich, der älteste bekannte Dinosaurier, wenn mich nicht alles täuscht. Also so habe ich es zumindest in meinem Gedächtnis abgespeichert. Ich glaube, ich habe schon mal gehört, dass der Maya auch aus dem Trias kommt. Aber ich kann dir nur raten, ich weiß jetzt nicht, ob dieses Bild hier mich in die Irre führen soll oder ob mir das einen Tipp geben soll. Könnte natürlich sein, dass der Postosuchus oder der Ammonit aussieht wie ein Krokodil. Wobei bei Ammonit würde ich eher so auf Ammonitas tippen von Pokémon und das ist wahrscheinlich sowas Muschelartiges, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, meine erste Intention war jetzt der Mayasaurus und der Troodon ist falsch geschrieben, also nehmen wir den auf jeden Fall nicht, weil der wird mit Doppel-O geschrieben. Ja, wir schicken den Mayasaurus ab und hoffen mal, dass es richtig ist. Zweite Frage. Welchen Spinosaurid gibt es nicht? Ornithomimus, das ist ein Spinosaurid? Ornithomimus? Irritator, das habe ich auch schon mal gehört. Also Suchomimus und Spinosaurus können wir natürlich ausschließen. Die kennen wir beide. Jetzt ist die Frage ein bisschen irreführend. Ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass ein Ornithomimus definitiv kein Spinosaurid ist. Aber Irritator klingt so ein bisschen wie ein Videospiel. Irgendwas Ausgedachtes. Aber ich gehe jetzt einfach mal mit dem Ornithomimus, weil das ist kein Spinosaurid, aber den gibt es halt. Ich hoffe, das ist die richtige Antwort, weil ist halt, ja, ich weiß nicht, wie man die Art von Dinos nennt. Mimusse nenne ich sie immer. Nächste Frage, schauen wir mal, ob es richtig ist. Frage 3, welcher Pflanzenfresser heißt übersetzt Sensenechse? Caprosuchus, Terizanosaurus ist auch falsch geschrieben, glaube ich. Terizino wird da geschrieben, glaube ich, ne? Suchomimus. Ah, nee, das ist ein anderer. Ich habe nichts gesagt, Entschuldigung. Terizanosaurus und Terizinosaurus. Hier gibt es den nämlich noch. Das hat mich natürlich jetzt komplett rausgeworfen. Ich weiß halt nicht, ob die Bilder hier ein Tipp sind von dir, lieber Tom. Oder ob die einfach nur random gewählt wurden. Aber ich kann damit sowieso nichts anfangen. Kann ich nicht erkennen. Problem ist jetzt auf jeden Fall. Also der Suchomimus, den schließe ich auf jeden Fall aus. Der hat keine Sense und nichts Sensenartiges. Deswegen wird er ausgeschlossen. Der Terizino hat natürlich diese, ja, ihr wisst, was ich meine, diese langen Klauen, diese bis zu 1 Meter waren die, glaube ich. Großen Klauen. Das könnte natürlich auf eine Sense schließen. Aber. Ich glaube irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Terizino. Caprosuchus. Also das schließe ich, glaube ich, auch aus, weil Saurus heißt, glaube ich, Echse. Das heißt, Sensenechse heißt es ja übersetzt. Also muss es ja einer von den beiden Saurussen sein. Jetzt weiß ich leider nicht, ob es den Terizanosaurus beziehungsweise ob es den gibt oder wie der aussieht. Ich weiß es beide nicht. Es kann natürlich sein, dass es den gar nicht gibt und der ausgedacht ist. Ich weiß nicht, ob der Terizino wirklich Sensenechse heißt. Eine sehr gute Frage. Muss ich mal erstmal eben ein Schlückchen Cappuccino nehmen und darüber nachdenken. Was ich jetzt hier wählen werde. Heiß. ja, ich weiß nicht. Terizino, könnte das eine Sensen. Er hat ja die Klauen, ne? Er könnte wirklich Sensen. Komm, wir bleiben beim Terizino, weil ich den Terizano leider nicht kenne. Vielleicht ist er auch ausgedacht. Klingt sehr, sehr komisch. Nächste Frage.
Wie lang war der Jura... Juraventer... Nee, was? Juravenator? Juravenator. Eieiei, wo soll ich das wissen? Ich kenne den nicht mal. Das klingt wie eine, wie ein Lamborghini-Automodell. Das ist der Nachfolger vom Aventador. Der Juraventador. Keine Ahnung. Juravenator. Ich kann wirklich nur raten. Ich schätze mal, der war klein und ich gehe mit 80 Zentimetern. Das Bild wird wahrscheinlich auch nicht stimmen hier. Next. Welche Meereskreatur ist kein Hai? Ist die Frage 5. Simorida, Dunkleosteus, Helikop... Den habe ich schon mal gehört. Helikoprion, Thethacanthus. Boah, was ist das für ein Name, Leute. Ey, tut mir leid, ich kann damit halt nichts anfangen. Das ist der einzige, den ich da schon mal gehört habe, den Helikoprion. Haben die denn irgendwas gemeinsam vom Namen her? Nee. Tus, Ion, Tois und Ida. Alles verschiedene Endungen. Ja. Welche Meereskreatur ist kein Hai? Ich gehe mal davon aus, dass einer von denen irgendwie eine Muschel ist oder ein Kraken oder irgendwas anderes. Und jetzt müssen wir ein bisschen nach dem Namen gehen. Thethacanthus. Das könnte sogar so ein, oder? Das sind... Ich gehe einfach mal davon aus, dass es ein Rochen ist hier. Ich rate einfach, Leute. Keine Ahnung. Das ist ein Rochen, des Thethacanthus. So, nächste Frage. Wie hoch war der T-Rex? Eieiei. Ich weiß, dass bei Jurassic World Evolution die Höhen und so Angaben natürlich alle anders sind, weil die Jurassic Park Dinosaurier sowieso anders sind. Deswegen kann ich danach schon mal nicht gehen. Also das können wir auf jeden Fall ausschließen. Hier die Zentimeteranzahl. Das ist natürlich ganz klar. 3,3 bis 5. Wie hoch ist denn das? Ich bin 1,82. Nee. Ich glaube, der war größer. 7,2. So eine kleine Spanne nur. Sind hier nur 90 cm Difference, also zwischen der Spanne hier. Ich gehe mal mit dieser Zahl. Ich glaube, die ist am... Macht am meisten Sinn in meinem Kopf. Da haben wir nämlich 1,5 Meter Spanne zwischen 4,6 Meter bis 6,1. Ich denke, das könnte hinkommen. Ja, komm, wir gehen mal damit. Ich glaube, das hier ist ein bisschen zu klein. Das ist sowieso zu klein. Da ist mir die Spanne zu klein. Und ich glaube, das ist auch schon zu groß. Also gehen wir mal mit 4,6 bis 6,1 Metern. Und kommen zur siebten Frage. Was bedeutet Trias? Oh, das ist auch eine sehr gute Frage. Dreifach, Dreieinigkeit, Dreiheit, einfach Trias. Triangle. Also ist ja schon irgendwas mit drei, ne? Trias. Könnte das nicht einfach dreifach heißen? Tri für drei und As für Fach? Dreieinigkeit, Dreiheit. Aber das ist ja eine Zeitangabe, also dreifach? Was ist das für eine Zeitangabe? Dreieinigkeit? Das klingt auch komisch. Das klingt wie ein Bündnis oder sowas, keine Ahnung. Dreiheit? Was gibt's denn noch? Kreidezeit und Jura. Also ich gehe nicht, also ich gehe davon aus, dass es eine Bedeutung hat, oder? Bedeutet Trias. Kreidezeit. Jura. Jura und so, die haben doch auch eine Bedeutung, oder nicht? Der Name wurde doch auch nicht random gewählt. Wie erschließt sich mir Dreiheit? Also ich schwanke zwischen den beiden, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn die bescheuert klingen. Aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, ich gehe einfach mit dreifach. Ich glaube, es ist falsch, aber keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht besser herleiten. Frage 8 von 10. Welchen Dino gibt es nicht? Titanorex, T-Rex, den gibt es natürlich. Tyrannotitan und Nanotyrannus. Okay, wir fangen an mit dem Ausschlussverfahren natürlich. Den T-Rex, den Tyrannosaurus Rex, den schließen wir ganz klar aus. Titanorex klingt wie irgendwas von Ark oder sowas. Irgendwie so eine Entwicklung, mit irgendwelchen Metalllaserkanonen
von Ark. Also ein T-Rex mit Metall-Laserkanonen und weiß ich nicht, Titanorex. Klingt so, könnte es aber sogar geben. Es gibt ja auch den Titanosaurus oder sowas. Tyrannotitan. Das klingt auch wie so ein, wie so ein Laser-Arc-Dino. Nano-Tyrannos. Das könnte natürlich ein ganz kleiner T-Rex-artiger Dinosaurier sein. Weil Nano steht ja für ultra klein. Aber Nano ist ja eine sehr, sehr kleine Maßeinheit, ne? Tyrannotitan, Titanorex. Ich glaube, den Titanorex gibt's nicht. Ich kann ja auch wieder nur raten, Leute. Das Ausschlussverfahren bringt mir hier einfach nichts. Ich muss hier ein bisschen auf mein Bauchgefühl hören und ich hoffe, es wird mich nicht zu sehr täuschen. Werden wir aber gleich sehen. Nächste Frage. In welcher Zeit lebte der Camarasaurus? Ein toller Dinosaurier. Trias, Kreide, Perm, Jura. Oh, Perm gibt's auch noch. Ich bin mir sicher, dass er hieraus nicht kommt, weil ich kenne, glaube ich, keinen Dinosaurier aus Jurassic World Evolution, der aus dem Perm kommt. Aus dem Trias kommen auch nur die wenigsten. Ich glaube, der Maya kommt aus dem Trias und der Herrera. Von Jurassic World Evolution zumindest. Camara, eher Kreide oder eher Jura? Eins von beiden. Trias, Jura, Kreide. So war die Reihenfolge, ne? Also Kreidezeit war das, was als letztes kam. Ich weiß gar nicht, wo Perm da angesiedelt ist. Darüber habe ich auch noch nicht oft irgendwas gehört. Die meisten Dinosaurier, die gefunden wurden zumindest an Skeletten, kommen aus der Kreidezeit. Logischerweise, weil es die älteste Zeit ist oder die späteste Zeit. Und deswegen die Chance am höchsten ist, dort die Skelette natürlich zu finden. Deswegen gehe ich auch einfach mal mit der Kreidezeit. Da ist einfach die Chance am höchsten. Kann natürlich auch Jura sein. Warte mal, hat der... Welcher kommt denn aus dem Jura, welcher Dino? Ich glaube, der Diplodocus, oder? Kommt aus dem Jura. Der Allosaurus vielleicht auch. Könnte das sein? Ah, ich glaube, ich gehe mit der Kreidezeit. Das ist einfach die Chance am höchsten, dass er aus der Zeit kommt. Wer starb als erstes aus? Fleischfresser, Allesfresser, alles starben. Achso, alle starben gleichzeitig aus. Das ist ein S zu viel, aber nicht schlimm. Pflanzenfresser. Was starb als erstes aus? Ja, wir müssen uns vorstellen, ein Meteor kommt von oben, schlägt in die Erde ein. Was genau ist denn dann passiert? Da kam ja eine riesige Druckwolke und sowas. So ist ja zumindest die Theorie, oder? Ich habe ja keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ich denke mal schon. Also Allesfresser haben meiner Meinung nach noch am längsten überlebt. Einfach, weil die halt noch Nahrung gefunden haben, auch wenn der Planet sozusagen tot war. Fleischfresser konnten noch die anderen Überlebenden fressen und haben deswegen vermutlich auch überlebt. Und Pflanzenfresser, wahrscheinlich sind die Pflanzen und Bäume und sowas ausgestorben durch diesen Einschlag und dadurch haben die halt keine Nahrung mehr gefunden, gehe ich mal von aus. Und Fleischfresser nehmen ja auch sozusagen, wenn sie ein Kadaver verspeisen, Flüssigkeit auch auf. Also die nehmen ja Nahrung und Flüssigkeit auf. Deswegen denke ich mal, dass Pflanzenfresser hier die richtige Antwort ist, weil die einfach wahrscheinlich keine Nahrung mehr gefunden haben. Ich hoffe es einfach mal. Also ich schick's ab und dann werden wir jetzt das Ergebnis sehen. Ich bin sehr gespannt. Da waren sehr, sehr coole Fragen bei, Tom. Let's go. So, Dinosaurier-Quiz. Note 3. Du hast 6 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Das ist ja gar nicht so schlecht. Im Durchschnitt haben die 20 Server, die das Quiz gemacht haben, 6,15 richtige Antworten. Ach, ich bin ein Durchschnittsmensch. Sehr, sehr schön. Da unten stehen auch die Lösungen. Sehr gut. Welcher Dino lebte in der Triaszeit? Leider hast du nicht die richtige Antwort ausgewählt. Dies wäre die richtige gewesen. Postosuchus. Den googeln wir natürlich direkt mal. Postosuchus. Was wäre er denn gewesen? Ah, es war tatsächlich ein Tipp mit dem Bild. Ach, wie cool. Okay. Hätte ich das mal gewusst. War wohl sowas Echsen-Krokodilartiges, der Postosuchus. Sehr interessant. Ammonit. Mal gucken, ob ich jetzt recht hatte, dass es sowas wie Ammonitos ist. Ja, wusste ich doch. Ammonitas. Das ist Pokémon. Ah, nein. So schreibt man das. Da. Daher kenne ich das. Okay. Mayasaurus kenne ich, Trodan kenne ich. Postosuchus, muss ich mir versuchen zu merken. Habe ich, glaube ich, aber auch schon mal gehört. So, welcher Spinosaurid gibt es nicht? Da bin ich mit dem Ornithomimus gegangen. Mensch, dieser Name, weil es einfach kein Spinosaurid ist.
Der Irritator, den gucken wir uns nochmal eben an. Klingt ja auch sehr abgespaced. Ah, den habe ich schon mal gesehen. Okay, das sagt mir was. Definitiv habe ich den schon mal gesehen. Auch ein sehr cooler Dino. Könnten die meiner Meinung nach auch mal in JWE reinbringen. Welcher Pflanzenfresser heißt übersetzt Sensenechse? Da waren wir sogar richtig mit dem Terrizino. Sehr gut. Gucken wir mal, ob es den hier wirklich gibt. Oder ob der ausgedacht ist. Nee, den gibt's halt. Nee, das ist der nicht. Den gibt's nicht. Okay. Terizanosaurus war ausgedacht. Gott sei Dank. Also es gibt nur hier einen Verbesserungsvorschlag für den richtigen. Haben wir alles richtig gemacht? Hier haben wir richtig geraten. Wie lang war der ja, der Lamborghini-Verschnitt halt. 80 Zentimeter, cool. Haben wir richtig geraten. Können wir auch mal gucken, wie der aussieht. Wahrscheinlich sogar ein Bild von ihm, ne? Also du hast wirklich Tipps hier eingebaut. Jo, hast du wirklich. Okay, da ist er. Auch so ein kleiner Raptor-ähnlicher Dino. Welche Meereskreatur ist kein Hai? Haben wir leider falsch ausgewählt. Der Dunkleosteus wäre es gewesen. Googeln wir auch mal ganz kurz. So, wie sieht der aus? Okay, das war so ein Fisch. Der sieht eben übel cool aus. Holy shit, guck mal wieder, was der hier für einen Kopf hat. Mega nice. So richtig so metallsteinmäßig aus. Also ich glaube, der hatte einen ziemlich harten Panzer, der Fisch. Richtig cool. Und das sind dann wahrscheinlich alles Haie hier, die anderen. Machen wir jetzt einmal stichprobenartig hier. Jo, das ist auf jeden Fall. Oh, den habe ich schon mal gesehen. Kennt ihr den? Der ist übel cool. Mit diesen. Ich weiß gar nicht, was das bringen soll, wenn ich ehrlich bin. Aber das habe ich schon mal gesehen. Mit diesem ganz, ganz komischen Kiefer hier. Jetzt bin ich aber gespannt, wie die anderen aussehen, wenn ich ehrlich bin. Dann muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Okay. Der sieht ja süß aus. Ist leider ein bisschen klein. Aber passt schon. Jetzt gucken wir mal, ob das hier so was Rochenartiges ist. Ob ich zumindest ein bisschen recht hatte. Nee. Was hat der denn für ein U-Boot-Ding da oben? Ja, übel witzig aus. Okay. So, der T-Rex. Das haben wir sogar richtig geschätzt. Sehr, sehr gut. Oder richtig hergeleitet. Was bedeutet Trias? Dreiheit. Trias bedeutet Dreiheit. So genannt wegen der drei Gesteinarten: Keuper, Muschelkalk und Buntsandstein. Ah, okay. Dreiheit, ja, dreifach war vielleicht. Ich hätte vielleicht mit Dreiheit gehen sollen. Das war ja auch mein. Habe ich ja dazwischen geschwankt. Mit dem Titanorex waren wir sogar richtig. Cool. Da war mein Bauchgefühl gar nicht mal so schlecht. Gibt es den denn, den Titanorex? Ne, kommt sogar arg. So wie ich es vermutet habe. Nanotyrannus schauen wir nochmal ganz kurz nach. Ja, so ein kleiner T-Rex-Verschnitt, glaube ich. Und den Tyrannotitan, den schauen wir auch nochmal eben nach. So. Ja, auch ein sehr cooler Dino. Nicht schlecht. Nicht schlecht. In welcher Zeit lebte der Kamarasaurus? Jura wäre doch richtig gewesen. Na, ich bin mit Kreide gegangen, ne? Ja, war eine 50-50 Chance, kann man nichts machen. So, wer starb als erstes aus? Pflanzenfresser. Begründung: Die Pflanzenfresser starben zuerst aus, weil durch die Aschewolke kein Sonnenlicht durchkam und die Pflanzen so nicht wachsen konnten. Haben wir richtig hergeleitet, Leute. Ich bin stolz auf uns. War ein sehr cooles Quiz, Tom, 1.6. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand, wir haben gar nicht so schlecht abgeschnitten. Waren viele schwere Fragen bei, waren viele Fragen bei, wo ich auch was herleiten konnte. Waren noch ein paar einfachere Fragen bei. War echt ein sehr cooles Quiz, Tom. Daumen hoch. Und falls euch das Quiz hier gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Und falls ihr mir mal ein Quiz erstellen wollt, unten ist der Link in der Infobox. Und ja, da könnt ihr auf die Seite testedich.de gehen, mir ein Quiz erstellen und das Ganze mir im Discord zukommen lassen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Euer Dandy.